Jo Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute die ganz besondere Ehre, bereits ein Display des neuen Sets Yu-Gi-Oh! Lightning Overdrive zu öffnen. Und zwar vor dem offiziellen Release. Ich habe euch ja bereits vor einigen Tagen die Amazement-Karten aus diesem Set vorgestellt. Und andere Content-Creator haben euch auch die anderen Themendecks aus diesem Set unter anderem vorgestellt. Deswegen dürfte der Inhalt von Lightning Overdrive euch nicht mehr allzu unbekannt sein. Und daher würde ich sagen, wir starten auch sofort mit dem Pack-Opening, Freunde. Es ist mal wieder ein Booster der Hauptserie. Das bedeutet, es sind in jedem Pack 9 Karten enthalten. Insgesamt 24 Booster pro Display. Und eine ganz besondere Sache ist hier drin, beziehungsweise potenziell hier drin, und zwar der schwarze Rosendrache in Starlight Rare. Also die Chance, ihn zu ziehen, ist natürlich relativ gering. Aber wer weiß, vielleicht ziehen wir ihn, Freunde. Ich packe das mal so hier zur Seite. Und wir starten sofort mit dem ersten Pack. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ja, fangen wir an. Oh nein, es geht wieder los. Es geht wieder los, oh mein Gott. Okay, doch, das Pack geht relativ leicht auf. Okay, also vielleicht haben wir heute Glück und es dauert nicht so lange, also die ganzen Packs aufzureißen. Ihr wisst, das ist nicht meine Stärke, okay? Wir haben die Vergnügungssondershow. Das ist eine der Vergnügungskarten, die nicht in dem Video vorkam. Aber ja, das ist eine Schnellzauberkarte. Wenn der Gegner eine Karte oder einen Effekt aktiviert, die oder der ein oder mehr Vergnügungsmonster, die du kontrollierst, als Ziel wählt, wähle eins der Vergnügungsmonster, das du kontrollierst, gib es auf die Hand zurück. Dann kannst du ein Vergnügungsmonster als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Ja, jetzt wisst ihr auch, was die Karte macht. Dann haben wir den Urbogen. Springins Brüder. Paläozoischer Cambro Raster. Der ist hier drin. Ich wusste das gar nicht. Paläozoischer Cambro Raster. Cambro Raster. Keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Auf jeden Fall die neue Paläozoisch Supportkarte. Und ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Paläozoisch. Und es ist auch passend, dass die Karte hier drin ist. Denn die Amazement-Karten basieren ja auf. Also das Themendeck basiert ja darauf, Fallen zu benutzen. Und das kann man natürlich gut mit Paleo kombinieren. Deswegen, ich wollte die unbedingt haben. Ich wusste nicht, dass sie hier drin rauskommt. Kriegsfels Vento ist unsere Super Rare. Sechsel Allianz, Fukubiki, Schreie der Markierten und Kriegsfels Mammut. Ja. Das war das erste Pack. Da war schon die erste kleine Überraschung. Also für mich zumindest. Und warte mal, das war nicht geplant, dass man bereits die Karte sieht, bevor das Pack geöffnet ist. Wir haben Himmelsplage, Zietels, S-Kraft, 2 Kopfhund, dann Mari, Etik, Nista, Tarn, Einsiedler, S-Kraft, Verfolgung, das ist direkt unsere erste Ultra-Rare. Sieht auf jeden Fall cool aus. Bubu-Spiel, DDD, Supervisor, König, Zero, Maxwell. Also die DDD-Karten sind ja auch dafür bekannt, nicht gerade die kürzesten Namen zu haben. Vergnügliche Attraktion, Wunderrad und Richten der Markierten. Wo packen wir die Karten hin, die wir... Machen wir einfach mal... Machen wir hier oder wo? Keine Ahnung, machen wir es einfach hier. Ja, das ist unsere erste Ultra Rare, die lassen wir auf jeden Fall hier. Ist ja schon ein kleines Highlight. Eigentlich der Paläozoische Cambro Raster ist auch ein Highlight, für mich persönlich zumindest, aber da es eine Common ist, werden wir den bestimmt nochmal bekommen. Vergnügungsbotschafter Bufo, das ist ein weiteres Monster, welches nicht in dem Video vorkam. Dunkelauge Albtraum, Otoshidamashi, okay. Springins Beute, Lyna Lichtverzauberin in Strahlend. Das macht, glaube ich, auf Englisch mehr Sinn als auf Deutsch. Aber das ist eine der Spirit Charmer bzw. Verzaubert-Karten. Ihr wisst, also das Themendeck setzt sich ja aus mehreren Namen zusammen. Und zwar haben die ja alle einen Link, also jedes Attribut hat einen Link 2 Monster quasi. Es gibt bereits Wasser, Feuer, Wind und Erde. Und jetzt gibt es halt auch Licht. Also die hat halt noch gefehlt in der Reihe. Du und AI. Geheime Quellen des fernen Ostens, vergnügliche Attraktion, Schnellfahrt und AI trifft dich. Warum sind die AI-Karten so persönlich? Also sie sprechen einen förmlich an, also vom Namen her. Wie auch immer, machen wir das nächste Pack auf. Und da haben wir... Na, kommt schon raus. Oh nein, es geht wieder los. Es geht wieder los. So, wir haben ZS Bewaffneter Weiser. Das dürfte eine der neuen Utopia-Supportkarten sein.
Sechsel Vertrauen ebenfalls. Vergnügungssondershow. Pharaonische Wächter-Sphinx. Interessant. Wir hatten ja schon einige Sphinx-Karten in der Vergangenheit. Stag-Seglerin Romarin. Okay. Entfesselung der Protuberanzflamme. Rosenwurzel-Austrieb. Hier sehen wir den schwarzen Rosendrachen, der wie gesagt in diesem Set potenziell als Starlight Rare drin ist. Ja, wäre cool, wenn wir den ziehen. DDD Supervisor König Zero Maxwell und Son Avalon Daphne. Ebenfalls ein Pflanzenmonster. Nächstes Pack. Wir haben bisher noch keine der Karten gezogen, die vorgestellt wurden. Also zumindest in meinem Video vorgestellt wurden. Vielleicht ändert sich das ja gleich. Wir haben Vergnügungsbotschafter Bufo. Richterin der Eisbarriere, ebenfalls interessant. Das ist ein Support-Monster für die Eisbarriere-Karten. Leider nicht so stark, aber angesichts der Tatsache, dass das Themendeck ein eigenes Structure-Deck bekommen hat, ist klar, dass die neueste Support-Karte jetzt nicht unbedingt dann auch noch so einen starken Effekt hat wie Revealer zum Beispiel. Aber immerhin muss der Gegner 500 Lebenspunkte zahlen, immer wenn er einen Effekt benutzt, der ihn Lebenspunkte bezahlen lassen würde, also nochmal 500 Schaden extra sozusagen. Und sie kann quasi zwei Eisbarriere-Monster vom Friedhof ins Deck mischen und dabei dann auch noch ein bis zwei Karten vom Friedhof des Gegners ins Deck mischen. Und falls ein Eisbarriere-Monster, also falls wir ein Eisbarriere-Monster kontrollieren, können wir sie vom Friedhof verbannen und dann ein Monster im Angriffsmodus in den Verteidigungsmodus ändern. Und es gibt ja auch eine Eisbarrieren-Karte, die dafür sorgt, dass Monster, die im Verteidigungsmodus liegen, ihre Kampfposition nicht mehr ändern können. Also kann man damit quasi eine Art Mini-Lockdown errichten, aber ob man das jetzt so oft machen wird, ist einmal dahingestellt. Schwarzaugen der Plünderpatrouillen, Meereslotse. Weltseele Kohlenstoff, Eda die Sonnenmagierin, vergnügliche Attraktion Majestätskarussell. Warum haben wir so viele Karten in dem Video nicht vorgestellt? Das ist wirklich eine interessante Frage. Vergnügliche Attraktion Schnellfahrt, Einwegkuri und Terror des Unterholzes. Ja, also es waren schon einige Vergnügungskarten dabei, aber komischerweise nicht die... Ja, keine Ahnung, egal. Wir haben ZW, Pegasus Zwillingssäbel, Vergnügungsbotschafter Bufo, Sternritter Ziel, Springens Brüder und ZW Drachenhellebarde. Also ein weiteres Utopia-Unterstützungs-XDs-Monster. Geheime Quellen des Fernen Ostens, Bubu-Spiel. sind das die Evil Twins oder täusche ich mich da? Ich weiß es gerade nicht, aber es könnten die Evil Twins sein. Fukubiki und AI fordert dich heraus. Schon wieder sprechen die AI-Karten einen an. Also, keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, aber wie auch immer. Nächstes Pack. Und wir haben erneut die Richterin der Eisbarriere. Wir haben Yamori Mori. Sternritter Ziel. Himmelsplage Zietheld. ZW Drachenhellepaar, die hatten wir im letzten Pack. Generation des Kriegsfelsens, Terror des Unterholzes, Kriegsfels Mammut und vergnügliche Attraktion Schnellfahrt. Also, was kann die denn überhaupt? Also, sie hat wahrscheinlich die gleiche Condition wie die anderen Vergnügungsfallen. Moment mal, Fokus bitte. Lass mich nicht im Stich, Fokus. Der Fokus lässt mich im Stich. Jedenfalls können wir, falls wir sie an unsere Monster ausrüsten, eine Karte im Friedhof des Gegners wählen und die Kampfposition des ausgerüsteten Monsters ändern. Und falls wir dies tun, mischen wir das gewählte Ziel ins Deck. Also sie kann quasi Karten vom Friedhof des Gegners ins Deck mischen, was ja ganz gut ist. Und falls wir ein gegnerisches Monster ausrüsten, erhöhe die Stufe des ausgerüsteten Monsters bis zum Ende dieses Spielzugs um 1. Und falls du dies tust, ändere seine Kampfposition. Ob das so stark ist, das weiß ich nicht, aber naja. Also der erste Effekt ist auf jeden Fall ziemlich gut, weil wir damit die Friedhofsplays des Gegners unterbinden können. Aber schauen wir, was wir noch bekommen. Wir haben bisher nur eine Ultra Rare, da dürfte sich auf jeden Fall noch was ändern. Und wir haben die Weltseele Kohlenstoff, Yamori Mori, Schrottraptor, Otoshi Damashi
Und Vergnügungsverwalter Ali Kino, da ist der Bruder doch, Freunde. Vergnügungsverwalter Ali Kino, das dürfte das beste Monster im Vergnügungsdeck-Thema sein. Ja, also ich habe ja bereits erklärt, was er macht. Also es ist quasi wie Alter Geist Multifaker. Falls eine Fallenkarte aktiviert wird, können wir ihn von der Hand spezial beschwören. Er kann Monster des Gegners zerstören, beziehungsweise Karten des Gegners zerstören, indem wir Attraktionen Fallen von unserem Friedhof verbannen. Also ziemlich gute Effekte. Und er kann auch Attraktionen Fallen an die Monster des Gegners ausrüsten. Also das ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Karte. Und auch ziemlich cool in Secret Rare, wie der aussieht. Also ja, freut mich auf jeden Fall, dass wir die gezogen haben. Generation des Kriegsfelsens, Wucht des Kriegsfelsens, vergnügliche Attraktion, Majestätskarussell und Bubu-Spiel. Ja, machen wir weiter. Also wahrscheinlich sind die die ganzen Vergnügungskarten, die vorgestellt wurden, wahrscheinlich sind das alles Holos und deswegen haben wir bisher noch keine gezogen und die anderen sind alles Commons, deswegen haben wir die schon gesehen. Pharaonische Wächter-Sphinx. Moment mal so. Springens Beute, Bujin Mahitotsu. Und ihr werdet wahrscheinlich erraten, an wen diese Karte angelehnt ist. Also, ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, aber das dürfte auf jeden Fall Maximilian Pegasus sein. Das sieht man an der Frisur, an dem Hintergrund, an der Kleidung. Also die ganzen Bujin-Karten sind angelehnt an Charaktere aus den verschiedenen Yu-Gi-Oh! Anime, falls ihr es nicht wusstet. Es gibt beispielsweise Bujins, die an Jaden und Chaz etc. angelehnt sind und der hier definitiv an Pegasus. Vergnügungssonderschau, Pendransaktion. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Vergnügliche Attraktion Wunderrad. Falls wir unser Monster ausrüsten, während der Mainphase, lege eine Karte von deiner Hand unters Deck, dann ziehe eine Karte. Ist ganz okay, würde ich behaupten. Und falls wir ein Monster des Gegners ausrüsten, vertausche bis zum Ende dieses Spielzugs die derzeitigen ATK und Dev des ausgerüsteten Monsters. Naja, also gegen Link-Monster wird das nicht viel bringen, aber gegen andere Monster eventuell. Terror des Unterholzes, Du und AI und Wucht des Kriegsfelsens. So, nächstes Pack. Auf jeden Fall ziemlich cool, dass wir den Ali Kino gezogen haben. War aber abzusehen, dass das ein Secret Rare sein würde. Ja, schauen wir mal. Wir haben Springens Brüder, S-Kraft Zweikopfhund, Urbogen, ZS Bewaffneter Weiser, Kriegsfels Vento, ich glaube, die hatten wir schon, Einweg Kuri, Geheime Quellen des Fernen Ostens, Fukubiki und Generation des Kriegsfelsens. Mittlerweile wiederholen sich die Karten, aber das ist ja unter den Commons normal. Ich meine, es passt nur eine begrenzte Anzahl von Karten in jedes Set. Von daher ist das immer so. Oto Shidamashi, Paleozoischer Kambroraster, den lassen wir auch hier liegen. Das ist für mich ein persönliches Highlight, okay, als Paleo-Spieler. Himmelsplage, Zietels, Weltseele, Kohlenstoff, Sonnenavalon, Melias, Terror des Unterholzes, AI trifft dich, Entfesselung der Protuberanzflamme und Bubu-Spiel. Ich weiß nicht, was mit AI los ist, aber er trifft uns, er fordert uns heraus. Also scheinbar ist es ein ziemlich geselliger Typ. ja. Wofür steht eigentlich AI? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Schreibt es in die Kommentare. Also ist mir gerade nicht bekannt. ZW Pegasus Zwillingssäbel. Dogmatica Katastrophe. Ah, sorry. Dogmatik Katastrophe. Da ist das Wortspiel. Ist ein Ritualzauber. Sternrakete. Richterin der Eisbarriere erneut und Weißer Ritter der Dogmatiker. Was ein Zufall, dass wir die genau hintereinander im selben Pack ziehen. Vor allem hatten wir, glaube ich, die Ritualzauberkarte noch kein einziges Mal. Also kann auch sein, dass ich mich jetzt vertue. Aber obwohl es eine Kamen ist, haben wir sie jetzt das erste Mal gezogen und dann direkt im selben Pack das Ritualmonster. Ja, das ist allerdings ziemlich viel Text, um das jetzt vorzulesen. Also ja, lassen wir das mal. Moment mal, also das Ritualmonster, das kommt auf jeden Fall mit hier hin. DDD Supervisor König Zero Maxwell, Sonnenavalon Daphne, AI fordert dich heraus erneut, Terror des Unterholzes. Ja, also bisher ziemlich cool. Mal schauen, was uns noch erwartet. Und im nächsten Pack haben wir S-Kraft 2 Kopfhund. Dogmatik Katastrophe. Auf einmal direkt noch eine
Yamomori. Nee, Yamori Mori. Dunkelauge Albtraum. Eda die Sonnenmagierin. Bujin Kandeszenz. Einer nach dem anderen, das dürfte angelehnt sein an einer für einen. Lege ein Monster von deiner Hand oder Spielfeldseite auf den Friedhof und wähle dann eins deiner Monster der Stufe 1, das verbannt ist oder in deinem Friedhof liegt, außer dem Monster, das auf den Friedhof gelegt wurde. Füge das Monster deiner Hand hinzu. Okay, also das Gute ist auf jeden Fall, dass man ein Monster sowohl von der Hand als auch von der Feldseite auf den Friedhof legen kann. Das ist schon mal besser als bei einer für einen. Die Frage ist nur, welches Stufe 1 Monster würde man sich vom Friedhof oder von der Banished Zone zurück auf die Hand nehmen? Es gibt bestimmt Möglichkeiten, das anzuwenden, aber mir fällt gerade nichts ein. Fukubiki und Son Avalon Daphne. Aber trotzdem cool, dass sie so eine Karte gemacht haben. Wir haben noch einige Packs. Also, wir haben noch einiges vor uns. Mal sehen, was uns noch erwartet. So, wir haben Himmelsplage Zietels, ZS Bewaffneter Weiser, Yamori Mori, Sechsel Vertrauen, Wille des Kriegsfelsens, das ist eine Super Rare, die wir noch nicht hatten, Kriegsfels Mammut, Wucht des Kriegsfelsens, Einweg Kuri und Geheime Quellen des Fernostens. Was macht Einweg Kuri? Wähle ein Monster mit Link 1 in einem beliebigen Friedhof, lege es ins Extradeck zurück oder beschwöre es als Spezialbeschwörung auf die Spielfeldseite seines Besitzers. Also theoretisch können wir ein Link 1 Monster vom Friedhof des Gegners auf seine Seite beschwören. Okay, wir können es auch auf unsere Seite zurückholen oder ins Extradeck mischen, je nachdem. Wird bestimmt Möglichkeiten geben, das zu benutzen. Es ist halt quasi eine Monster Reborn für Link 1 Monster, wenn man so möchte. Sternritterziel, Paläozoischer Kambrovaster, S-Kraft 2 Kopfhund, Richterin der Eisbarriere, Pendransaktion, vergnügliche Attraktion Wunderrad, Generation des Kriegsfelsens, Wucht des Kriegsfelsens und AI fordert dich heraus. ja, nächstes Pack. Es sind einige Fallenkarten dabei. Es sind wirklich einige Fallenkarten dabei. Wir haben Urbogen, Dogmatik Katastrophe, Vergnügungsbotschafter Bufo, Bujin Mahitotsu, Starkseglerin Romarin, Fukubiki, Vergnügliche Attraktion Schnellfahrt, Rosenwurzel Austrieb und einer nach dem anderen, zum zweiten Mal jetzt. Aber ist auf jeden Fall cool zu sehen, dass wieder mehr auf Fallenkarten gesetzt wird. Es war ja eine Zeit lang so, dass Fallenkarten gefühlt, also fast irrelevant gewesen sind. Und ich finde es schön, dass auf jeden Fall versucht wird, die Fallenkarten wieder relevanter zu machen, wieder mehr auf die Fallenkarten zu setzen. Ich meine, sie sind ein elementarer Teil des Spiels. Springens Beute, Sechsel Vertrauen, Sternritterziel, Urbogen, S-Kraft Klingenschwinger, ich glaube, den hatten wir auch noch nicht, Sechsel Allianz, Generation des Kriegsfelsens, Kriegsfelsmammut und Wucht des Kriegsfelsens. Die Kriegsfelskarten haben wir, glaube ich, mit am meisten bekommen. Also, ich glaube, von denen haben wir gefühlt alle schon 3 oder 4 Mal und wir sind noch nicht mal durch. Also, die sind ziemlich oft hier drin. Komm schon, geh auf. Imagine, es ist der schwarze Rosendrache in Starlight Rare hier drin und wir machen das Booster so auf, sodass die Karten kaputt gehen. ZW Pegasus Zwillingssäbel, Tarn Einsiedler, Schwarzaugen der Plünderpatrouillen Meereslotse, Bujin Mahitotsu, Sechsel Erschaffung. Zeige eine Karte in deiner Hand vor und falls du dies tust, füge deiner Hand eine der folgenden Karten von deinem Deck hinzu. Dann mische die vorgezeigte Karte ins Deck. ZW-Monster, ZS-Monster, Sechsel-Zauberfalle, Rangsteigerungszauber, Rangsenkungszauber. Du kannst nur eine Sechsel-Erschaffung pro Spielzug aktivieren. Interessant auf jeden Fall. Vergnügliche Attraktion Schnellfahrt, Bubu-Spiel, Rosenwurzel-Austrieb und Binärer Schwertkämpfer. Ich glaube, den hatten wir noch nicht. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. So, wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5... Wir haben noch 6 Packs und wenn mich nicht alles täuscht, dürfte da noch eine Secret Rare und eine Ultra Rare drin sein. Aber wir werden uns auf jeden Fall überraschen lassen. Wir haben zunächst mal Sternrakete, Schrottraptor, Pharaonische Wächtersphinx, Weltseele Kohlenstoff und da haben wir Fallenstellerin Kularia. Sekunde.
Diese als Link-Beschwörung beschworene Karte bleibt von Falleneffekten unberührt. Also das ist ja typisch für die Trap-Tricks-Monster. Also eigentlich bleiben sie von Fallgruben unberührt, aber sie bleibt von Falleneffekten unberührt, also insgesamt. Du kannst jeden der folgenden Effekte von Fallenstellerin Kularia nur einmal pro Spielzug verwenden. Nachdem du eine normale Fallgrube-Fallenkarte aktiviert hast, kannst du sie setzen, anstatt sie auf den Friedhof zu legen. Und während deiner Endphase, du kannst ein Fallenstellerin-Monster in deinem Friedhof wählen, beschwörst als Spezialbeschwörung in die Verteidigungsposition. Und dann aktivieren die ja auch nochmal Effekte, wenn sie spezialbeschworen werden. Also, ich muss sagen, also, Trap Tricks hat in der Vergangenheit wirklich extrem viel guten Support bekommen. Und jetzt mit dem Link-Monster könnte man es auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Aber vorher treffen wir noch auf AI. Rosenwurzelaustrieb, Sonnenrankenkreuzung und... Moment mal, die hatten wir noch nicht, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Vergnügliche Attraktion, Majestätskarussell. Ja, 5 Packs noch. Ich mache sie immer auf der falschen Seite zuerst auf. Beziehungsweise man versucht sie aufzumachen, aber dann ist da nur Luft und dann geht's nicht auf. ZW Pegasus Zwillingssäbel, Dunkelauge Albtraum, Schwarzaugen der Plünderpatrouillen Meereslotse, Sternrakete, weiß markiert. Die hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Beschwöre ein Fusionsmonster. Der Fokus lässt mich wieder im Stich, aber... Ich lese es auf jeden Fall vor. Beschwöre ein Fusionsmonster als Fusionsbeschwörung von deinem Extra-Deck und verwende dafür Monster von deiner Hand oder Spielfeldseite als Material, darunter ein Drache-Monster. Du kannst auch Monster von deinem Friedhof als Material verbannen, falls du Gefallener von Albers von deiner Hand oder Spielfeldseite als Fusionsmaterial verwendest oder ihn selbst von deinem Friedhof verbannst. Während der Endphase, falls sich diese Karte im Friedhof befindet, falls sie in diesem Spielzug dorthin gelegt wurde, um den Effekt von Gefallener von Albers zu aktivieren, du kannst diese Karte setzen. Du kannst den Effekt von Weiß markiert nur einmal pro Spiel zu verwenden. Also, generell ist es einfach ein Fusionsspell, nur dass man halt ein Drachenmonster benutzen kann. Und man hat halt zusätzliche Vorteile, wenn man Gefallener von Albers benutzt. Es ist quasi wie Invocation. Also es ist eigentlich so ziemlich wie Invocation, nur dass man Gefallener von Albers nutzen muss und nicht Alistair. Also interessant. Schreie der Markierten, vergnügliche Attraktion, Schnellfahrt, du und AI, geheime Quellen des fernen Ostens. Wobei bei Invocation ist es ja so, dass man nur von der Hand fusionieren kann, falls man Alistair nicht benutzt. Beziehungsweise falls man kein Beschworen-Fusionsmonster beschwört. Ja. Dann haben wir Paläozoischer Cambrorasta. Ja, das... Der ganze Müll muss hier weg. Paläozoischer Cambrorasta, Tarneinsiedler, Yamori Mori, Himmelsplage, Zietels und Rötlicher Rosendrache. Rötlicher Rosendrache ist quasi die neue Version des schwarzen Rosendrachens. Ich hatte kurz einen Herzinfarkt. Ich dachte, es ist der schwarze Rosendrache. Aber der rötliche Rosendrache ist natürlich auch sehr, sehr cool. Ein Empfänger und ein... oder mehr Nicht-Empfänger-Monster. Falls diese Karte als Synchro-Beschwörung beschworen wird, du kannst alle Karten von den Friedhöfen verbannen. Dann, falls diese Karte mit schwarzer Rosendrache oder einem Pflanze-Synchro-Monster als Material als Synchro-Beschwörung beschworen wurde, kannst du alle anderen Karten auf dem Spielfeld zerstören. Also an den originalen schwarzen Rosendrachen angelehnt. Wenn dein Gegner eine Karte oder einen Effekt aktiviert, die oder der ein oder mehr Karten zerstören würde, Schnelleffekt, du kannst diese Karte als Tribut anbieten, annulliere die Aktivierung, dann kannst du einen schwarzen Rosendrache als Spezialbeschwörung von deinem Extra-Deck oder Friedhof beschwören. Also irgendwie ist es ist gefühlt eine Mischung aus Sternstaubdrache und schwarzer Rosendrache, aber auf jeden Fall ziemlich cool und sieht auch wirklich optisch extrem cool aus. Also sagt, was ihr wollt, aber der schwarze Rosendrache ist ja schon sehr schön. Diese Karte ist es auf jeden Fall auch. Also, ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Einer nach dem anderen. Entfesselung der Protuberanzflamme, Richten der Markierten und Fukubiki. Dann haben wir jetzt noch 3 Packs. Und die werden wir dann natürlich jetzt auch noch eben öffnen. Mir fallen sie schon runter. So, wir haben Danmari Etignista. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, den hatten wir auch noch nicht. Es ist immer bemerkenswert, wenn wir Cummins am Ende des Openings quasi noch nicht hatten. Weltseele Kohlenstoff, Sechsel Vertrauen, Spring ins Beute. Oh, und vergnügliche Attraktion Zyklobahn. Wir bekommen noch eine Ultra Rare. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das ist ja eine der Karten, die ich vorgestellt habe. Wie ihr sehen könnt, das ist Heiliger Phönix von Neftis. Daher passt es auch, dass die Karte Zauber- und Fallenkarten zerstören kann.
Ja, also ich dachte zunächst, es wäre der geflügelte Drache des Ra, aber man erkennt an den äußeren Flammen, dass es der heilige Phönix von Nephthys sein soll. Ja, also ziemlich cool. Passt auf jeden Fall auch zu dem Arlecchino, den wir gezogen haben. Ich dachte, wir wären schon durch mit den Ultra und Secret Rares. Schrei der Markierten, AI fordert dich heraus, Richten der Markierten, unvergnügliche Attraktion, Schnellfahrt. Das war ja noch ein. Das waren ja tatsächlich am Ende des Pack-Openings noch zwei kleine Highlights sozusagen. Hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, nicht so. Tarneinsiedler, Urbogen, Oto Shidamashi, Paläozoischer Kamprorasta, Edler Vergnügungspark. Die Karte ist ebenfalls auch also extrem gut mit dem hier in Kombination. Denn das ist also das ist der Field Spell, der erlaubt es euch, Fallenkarten bzw. die Attraktionen fallen, also zum Beispiel diese hier, im selben Zug zu aktivieren, wie sie gesetzt worden sind. Das bedeutet, ihr könnt es auch quasi im ersten Zug benutzen. Und dann könnt ihr den hier direkt von der Hand beschwören im ersten Zug. Also kleine Combo sozusagen. Und außerdem kann sie verbannte Attraktionen fallen zurück aufs Feld holen, die er zum Beispiel verbannt hat. Also passt das. Ja, aber kommen wir zum letzten Pack und mal sehen, was wir da so bekommen. Ich lasse mich überraschen. Wir haben Bujin Pegasus, S-Kraft 2-Kopfhund, Schrottraptor, Sternrakete, Kastanienrosendrache, passend zu dem rötlichen Rosendrachen, Rosenwurzel, Austrieb, Wucht des Kriegsfelsens, Einwegkuri und Bubu-Spiel. Ja, also ich muss sagen, ich bin tatsächlich ziemlich zufrieden, also mit den Karten, die wir gezogen haben. Wir haben quasi aus allen neuen Themendecks etwas gezogen. Beziehungsweise, also das Rosendrache und das Utopia-Themendeck sind ja jetzt nicht wirklich neu, aber es ist neuer Support dazu gekommen. Ich finde auf jeden Fall die Trap-Tricks-Link-Monster-Karte ziemlich gut. Das gibt einem neue Möglichkeiten. Dogmatiker-Ritualmonster. Ob das eingesetzt werden wird, wird man sehen, aber ich finde es cool, dass sie eins haben. Und natürlich, also Arlecchino fände ich persönlich ziemlich cool. Also sieht nicht nur cool aus, sondern ist auch wirklich eine gute Karte. Kann man auch in andere Trap-Decks splashen. Beispielsweise auch in Paleo, wozu wir ebenfalls ein Link-Monster gezogen haben. Und der rötliche Rosendrache. Einfach wunderschön. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls dem so ist, dann gebt dem Video jetzt einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.